6 Spieltage sind gespielt in der Fußball-Bundesliga. Der 7. Spieltag steht am Wochenende vor der Tür. Wir haben nach 6 Spieltagen einen neuen Tabellenführer durch den Sieg des FC Schalke 04 bei RB Leipzig am 6. Spieltag. Ist der FC Bayern München zum ersten Mal in dieser Saison Tabellenführer. Zeit für uns, den 7. Spieltag vorauszuschauen. Ich tippe den 7. Spieltag wie jeden Mittwoch für euch. Wenn ihr Bock habt, in meiner Community mitzutippen, ladet euch die Kicktipp-App runter. Hier ist der Link, Kicktipp-App, was ist heute los? Und ja, das Spiel, was ihr suchen müsst, heißt OSG Bundesliga-Tipps, aber das steht auch hier. Und ja, Zeit für uns auf den Spieltag zu schauen. Wie gesagt, mein SC Freiburg spielt bisher eine sensationelle Saison. Ich bin so stolz. Ich hoffe, euer Club spielt auch richtig gut. Schreibt in die Kommentare rein, was euer Club macht. Ihr könnt auch gerne eure Tipps in die Kommentare schreiben. Und jetzt starten wir direkt rein ins Video und schauen uns an, was der 7. Spieltag für uns zu bieten hat. Let's go! Kurz noch bevor wir starten, wenn ihr mir helfen wollt, drückt einfach schnell den Subscribe-Button. Da ist der Subscribe-Button. Drückt ihn einfach, damit ihr in Zukunft keine Videos mehr von mir verpasst. Würde mir sehr viel bedeuten, wäre sehr nett von euch und dauert wirklich nicht lang. Und jetzt starten wir direkt rein und schauen uns wie jeden Spieltag zuerst die Freitagspartie an. An diesem Spieltag die Freitagspartie eröffnen Hertha BSC Berlin und Fortuna Düsseldorf. Zwei Mannschaften, die relativ schwierig in die Saison gestartet sind. Aber gerade jetzt Hertha BSC mit dem 4:0, mit dem sehr, sehr starken 4:0 Auswärtssieg beim 1. FC Köln hat sich wieder etwas gefangen und ist jetzt auf Tabellenplatz 10 vorgerückt durch 2 Siege in Folge. Auf der anderen Seite Fortuna Düsseldorf. Am letzten Spieltag mit der Heimniederlage gegen meinen SC Freiburg mit einem schwierigen Saisonstart nach einem Sieg am ersten Spieltag gab es in den folgenden 5 Partien 4 Niederlagen und ein Unentschieden und man findet sich jetzt auf Position 14 in der Liga wieder. Mein Favorit in dieser Partie, und das schreibe ich auch gleich mein Handy in die Kicktipp-App, ist Hertha BSC Berlin. Ich sage ein 2:0 Heimsieg für die Berliner, die damit weiter nach oben schauen können. Und Düsseldorf muss sich jetzt fangen und schauen, dass man die Saison nichts mit dem Abstieg zu tun hat. In der nächsten Partie treffen der SC Paderborn zu Hause auf Mainz 05. Und jetzt am 7. Spieltag der erste Sieg in dieser Saison für den SC Paderborn, der bis jetzt immer sehr, sehr stark eigentlich gespielt hat. Oder zumindest für mich, ich habe den Eindruck, die Mannschaft weiß zu überzeugen. Aber im Endeffekt hat es irgendwie an Coolheit gefehlt, an ein bisschen Glück. Jetzt im Heimspiel gegen Mainz würde es zu einem 3:1 Heimsieg reichen. Für Mainz ja sehr, sehr enttäuschend. Natürlich, wenn Paderborn bis jetzt Tabellenletzter ist, will da jeder gewinnen. Aber ich schätze Mainz einfach nicht so stark ein. Und wie gesagt, Paderborn hat an diesem Spieltag mal Glück und wird zu Hause das Spiel souverän 3:1 gewinnen. Nachdem wir am letzten Spieltag, am 6. Spieltag, einen Rekordspieltag hatten mit 8 Auswärtssiegen, habe ich jetzt schon 2 Heimsiege getippt. Und ich hoffe für mich persönlich, für mein Tippspiel, dass es nicht wieder so ein Spieltag wird, wo alle Auswärtsmannschaften gewinnen. In der nächsten Partie haben wir ein absolutes Spitzenspiel. 2 Top-Mannschaften der Liga gegeneinander. Bayer Leverkusen als 6. trifft auf den alten Tabellenführer, jetzt nur noch Tabellenzweiten, RB Leipzig. Ich erwarte von dieser Partie ein Offensivspektakel
Beide Mannschaften offensiv sehr stark, Leverkusen defensiv eher mit Problemen. Ich sage, es fallen 6 Tore in dieser Partie. Leipzig lässt leider die nächsten Federn. Leider, weil ich habe Leipzig als Herbstmeister im Tippspiel getippt. Und das Spiel geht am Ende 3:3 unentschieden aus. Die nächste Partie ist die Partie des Tabellendritten gegen den Tabellenachten. Und wenn wir jetzt SC Freiburg gegen Borussia Dortmund hören, würden wir denken, okay, Borussia Dortmund Dritter, SC Freiburg Achter. Aber es ist genau andersrum. Und deswegen bin ich fußballerisch in der Höchststimmung ever, glaube ich, für Freiburg der beste Bundesliga-Start aller Zeiten. Und jetzt trifft man auch noch auf einen Borussia Dortmund in einer relativ guten Situation. Dortmund mit 2:2 Unentschieden in Folge. Und Lucien Favre, der Trainer, wird schon in Frage gestellt. Ich glaube dennoch nicht, aus der Tradition heraus, Freiburg hat immer enorme Probleme gegen sehr, sehr offensiv starke Teams, wie zum Beispiel Borussia Dortmund. Noch dazu sollte man auch betrachten, dass Freiburg eher einfache Gegner hatte bis jetzt in dieser Saison. Und ich glaube, dass Borussia Dortmund 4:1 in Freiburg gewinnen wird. Für Freiburg nicht der Untergang der Welt, weil die Punkte gegen den Abstieg, und das kann das einzige Ziel sein, auch wenn man so gut in die Saison startet, ja, die Punkte müssen gegen andere Mannschaften geholt werden. Und Dortmund rehabilitiert sich in Freiburg wieder etwas. Ich habe bis jetzt einen Spieltag getippt, an dem sehr, sehr viele Tore fallen, und so wird das auch weitergehen. In unserer nächsten Partie empfängt der Tabellenführer, jetzt Tabellenführer FC Bayern München, die TSG Hoffenheim, die am letzten Spieltag einen Punkt geholt hat, aber diesmal beim FC Bayern München überhaupt nichts holen wird. Die Bayern, nachdem die Champions League in dieser Woche wieder losgegangen ist, werden in der Liga souverän bleiben und gegen Hoffenheim 4:2 zu Hause gewinnen. Leichte Probleme, Hoffenheim wird auch Tore schießen, aber Bayern München am Ende offensiv viel zu stark für Hoffenheim und damit weiter an der Tabellenspitze. Die Mannschaft der Stunde heißt aktuell Schalke 04 und wer hätte das am Anfang der Saison nach dem Saisonstart erwartet? Schalke in die Saison gestartet mit einer Niederlage und einem sehr, sehr schwachen 0:0 bei Borussia Mönchengladbach. Jetzt allerdings mit 4 Siegen in Folge. Und für den 5. Sieg kommt jetzt auch noch der Schwächere, der 1. FC Köln nach Gelsenkirchen. Der 1. FC Köln mit Niederlagen, mit 5 Niederlagen. Der einzige Sieg, ein Last-Minute-Treffer gegen meinen SC Freiburg, wo man 2:1 gewinnen konnte. Ansonsten hat Köln noch nicht viel gezeigt in dieser Saison. Und somit fällt auch mein Tipp auf Schalke 04, die damit den 5. Sieg in Folge einfahren werden und vor Borussia Dortmund bleiben und sich in der Spitzengruppe weiter festsetzen. Am Ende ein souveräner 3:0 Heimsieg für Schalke 04 gegen den 1. FC Köln. Borussia Mönchengladbach schwimmt für mich so ein bisschen unterm Radar. Aber die haben sich tatsächlich auch in dieser oberen Spitzengruppe festgesetzt. Unter diesen ersten 5-6 Siegen Teams, die von den Punkten her alle relativ gleich zusammen sind. An diesem 7. Spieltag kommt mit dem FC Augsburg ein Team, was irgendwie nicht so stark spielt, vom Gefühl her, von meinem Gefühl her, aber doch irgendwie mehr Punkte geholt hat, als die spielerische Leistung das zugelassen hat. An diesem Spieltag tippe ich auf den nächsten Heimsieg. Borussia Mönchengladbach wird sich weiter oben festsetzen. Es wird ein knappes Spiel werden, ein umkämpftes Spiel. Aber am Ende setzt sich ein ganz, ganz kleines bisschen mehr Qualität von Borussia Mönchengladbach gegen Augsburg 2:1 durch. Wie Mönchengladbach zählt Wolfsburg ebenfalls zu dieser ersten Spitzengruppe aus 7 Teams, die ungefähr alle gleich viele Punkte haben. Jetzt kommt für mich ein Team zu Wolfsburg oder nach Wolfsburg, was mich so ein bisschen überrascht hat die Saison. Ich habe oft gegen Union Berlin getippt und das Merkwürdige ist, Union Berlin hat keine Punkte geholt, beziehungsweise nur einen einzigen Punkt, außer in dem Spiel gegen Borussia Dortmund, wo sie den bisher einzigen Saisonsieg haben. Jetzt kommen sie zu einem VfL Wolfsburg, den ich sehr, sehr schlecht einschätzen kann. Eine Woche mal spielt Wolfsburg ziemlich gut und punktet.
die andere Woche wieder Wolfsburg mit Problemen, auch gegen schwächere Gegner. So glaube ich, dass diese Partie unentschieden ausgeht. Union Berlin holt einen wichtigen Auswärtspunkt und Wolfsburg verpasst so ein bisschen an die Top-Teams wirklich, die weiter punkten wie Schalke, Bayern oder auch Gladbach, den Anschluss zu halten. Letzte Partie am Sonntagabend, ein sehr, sehr spannendes Spiel. Eintracht Frankfurt als Tabellenneunter empfängt Werder Bremen als Tabellenelfter. Werder Bremen weiter sehr, sehr verletzungsgeplagt, aber langsam kommen die Spieler wieder. Und in der letzten Partie gegen Borussia Dortmund hat man auch wieder eine sehr, sehr gute, kämpferische, ansprechende Leistung gezeigt. Es ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr richtungsweisendes Spiel, da der Sieger es schafft, oben an den Teams dran zu bleiben und damit schon in der frühen Phase der Saison den Grundstein besser legen kann, um in die internationalen Plätze, um da ein Wörtchen mitzureden. Die Mannschaft, die verlieren wird, wird sich in den nächsten Spieltagen eher etwas nach unten orientieren müssen. Mein Tipp für dieses Spiel ist, dass Eintracht Frankfurt zu Hause knapp 1-0 gewinnen wird. Es wird ein sehr, sehr zerfahrenes Spiel sein, ein umkämpftes Spiel. Und ja, Frankfurt wird sich am Ende etwas cleverer, ja mit etwas mehr Glück am Ende 1-0 durchsetzen. Das war's schon wieder mit den Tipps und der Vorschau zum 7. Spieltag der neuen Bundesliga-Saison. Vielen Dank, Leute, dass ihr eingeschaltet habt. Danke an alle, die meinen Channel subscribed haben. Danke an alle, die das Video geliked haben. Ich hoffe, wir sehen uns in den zukünftigen Videos wieder. Die Vorschau zum 8. Spieltag kommt am Mittwoch der nächsten Woche wieder raus. Am Sonntag dann die Zusammenfassung und die Ergebnisse von diesem Spieltag. Auch sonst ein Haufen Content auf meinem Channel. Deswegen vergesst nicht zu subscriben. Danke fürs Einschalten. Das war's für dieses Video. Ich bin raus. See ya!